Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Degustabox-Unboxing für dich. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, die Degustabox ist eine Fressbox, die ich in der Kooperation mit degustabox.de jeden Monat gratis erhalte. Voll gut und ich darf auch in jedem Video eine Box an einen von euch verlosen. Die kostet, wenn du dir die theoretisch im Abo holen würdest, ja Sammy, ist okay. 15,99 € pro Box. Du kannst auch meinen Gutscheincode hier verwenden, dann kriegst du die ein bisschen günstiger. In der Degusta-Box hast du Produkte drin, die quasi auch neu auf dem Markt sind oder halt... Nein, Sammy, hast du da nicht drin. Oder halt auch so, ja, Klassiker, sage ich mal. Ne? Ich hatte auch schon Erdnusslocken damit drin, sprich ganz klassische Flips. Aber halt auch so Produktneuheiten, wo man halt im Supermarkt einfach so gezielt dran vorbeilaufen würde, würde ich mal so sagen. Genau, und die erscheint monatlich. Immer so um diese Zeit. Also wir haben es jetzt ja heute den 23., wo ich die auspacke. Das heißt, es kommt immer so zum letzten Drittel des Monats. Und ja... Sie ist schwer. Da sind jetzt irgendwie 5 Kilo drin, stand da eben drauf. Ja, genau. Hier haben wir erstmal ein bisschen so Flyer drin. Da hast du von Hudeck Spezialitäten Mein Bissen Bayern. Interessant, okay, mit einem Rezept hinten drauf. Oh geil, da sind vielleicht Würstchen drin. Oh, da hätte ich ja Bock drauf, ne? Okay, dann haben wir hier das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Also auf dieser Seite ist dann schon komplett abgebildet, was da mit drin ist. Und hier hast du dann noch so ein bisschen Produktinformation. Und hier steht Degustabox Selection. Probier unsere exklusivste Box. Wir präsentieren eine Auswahl von Gummiprodukten, die du lieben wirst. Anstatt von 24,99 € für 20,99 € über 30 € Warenwert. Die ersten 100 Abonnenten erhalten unseren exklusiven Early Bird Discount. Beeil dich. Bestelle jetzt über degustabox.com/selectionbox mit dem Gutscheincode SELECTION. Okay, das ist wirklich sehr interessant. Das wusste ich gar nicht. Das ist dann wohl so eine Special Box. Das hatten die noch nie. Finde ich super interessant. Also den Adventskalender. Ja, das ist ja quasi so ein Special. Hier hast du dann noch so Rezepte mit drin. Nasi, was geht? Was machst du denn da? Was machst du denn da? Das ist nicht für dich. Das ist für Frauchen. Frauchen hat auch Hunger. Möchtest du einen Jam? Soll ich dir einen Jam holen? Damit du in Ruhe auch was essen kannst. Na gut. Ist auch fies, wenn ich Sammy was voresse, ne? So, der kleine Mann ist beschäftigt. Jetzt kann ich mich wieder total professionell dieser Box widmen. Auf jeden Fall. Ach so, genau. Alles, was du für die Verlosung tun musst, ist einfach unten in die Infobox zu schauen. Da steht alles drin, was du tun musst. Ist easy peasy. Genau, und jetzt haben wir die Januarbox. Da haben wir jetzt tatsächlich kein... Motto, das haben wir bei den Boxen nicht. Und ja, hier stehen dann auch wieder Mikado Cake Pops, also auch wieder ein Rezept mit dabei. Finde ich total cool, dass hier Rezepte draufstehen. Müsste man eigentlich echt mal nachmachen, ne? Okay, so, als erstes haben wir hier das Produkt des Monats, jedenfalls stand das hier gerade ganz groß drauf, das habe ich schon gesehen, von Vitalis, das Super Müsli ohne Zuckerzusatz. Knusper pur. Okay, ja. Vitalis von Dr. Oetker. Das mag ich ziemlich gerne. Mein Freund hat auch da sehr, sehr häufig dieses Knuspermüsli von. Und das ist jetzt das Supermüsli, Knusper pur. Das muss getestet werden. Und das kannst du dir wahrscheinlich auch schön aufpeppen mit so Beeren oder, keine Ahnung, irgendwie sowas, ne? Früchten. Kannst du dann entweder mit Milch oder mit Joghurt zu dir nehmen. Wahrscheinlich jetzt auch ganz passend zu der aktuellen Zeit, weil so zum Jahresanfang haben viele den Vorsatz, dann vielleicht etwas zuckerärmer sich zu ernähren, etwas sportlicher zu werden. Da passt es, glaube ich, ganz gut. Dann haben wir von Bad Heilbrunner ein Kräutertee-Immun-Aktiv-Tee. Tassenfertig. Achso, das sind so Beutelchen für gesunde Abwehrkräfte durch Vitamin C. Und da haben wir 10 Sticks drin. Das finde ich auch sehr praktisch, ne? Denn jetzt ist ja auch so die Erkältungszeit und wir brauchen das einfach. Teeaufgusspulver aus Kräuter- und Früchteextrakten mit Vitamin C zur Aufbereitung eines Teeaufgusses. Vitamin C trägt zur normalen Funktion des Immunsystems bei. Jo. Echinacea und reife Holunderbeeren sollen da quasi als Geschmack mit drin sein. Das finde ich gut, das finde ich lecker, das mag ich, ne? Wird getrunken. Genau, hier haben wir dann auch von Mikado, oh geil, mit weißer Schokolade von Lou bzw. ja, ne? Glico, Lou, wie auch immer. 75 Gramm hier mit drin. Und das finde ich cool. Ich kenne die nur mit brauner Schokolade, also mit Vollmilchschokolade. Die werden wir jetzt mal probieren. Ich habe Hunger. Ich liebe weiße Schokolade. Echt. Mmh, lecker. Wirklich lecker. Und wenn ich die mit brauner Schokolade manchmal so ein bisschen
zu bitter finde. Die finde ich jetzt gerade richtig geil mit weißer Schokolade. Oh. Ein Katerfrühstück, würzig pikant, von Apple. Kann Heißhunger bekämpfen, deinen Kater aber nicht. Heringsfilets in würzig pikanter Tomatensoße mit Gurken und Zwiebeln. Ach, du ahnst es nicht. Das finde ich ultra geil. Mein Papa hat damals sehr, sehr oft diesen Dosenfisch auch gegessen, dann auf Brot. Oh, die Wohnung stinkt zwar wie Hulle danach, aber ich finde es so lecker und so geil. Das ist echt geil. Ich trinke zwar keinen Alkohol, dementsprechend als Katerfrühstück brauche ich das nicht. Aber kennt ihr das? Manchmal hat man echt Heißhunger auf irgendwas. Und wenn man sich dann was Herzhaftes isst, dann ist dieser Heißhunger bekämpft. Also bei mir hilft das sehr, sehr gut. Deswegen freue ich mich da sehr drauf. Und am Wochenende wird diese Dose aufgemacht. Oh, geil. Da muss mein Freund halt mit leben, ne? Den werde ich jetzt mal trinken. Ja. Von Fria. Snacking Drink. Mit Gurke und Birne. Mit Bio-Basilikumsamen. Genau, den hatten wir ja schon öfters mal drin. Und jetzt mit dieser Geschmacksrichtung. Gurke finde ich auch sehr, sehr lecker. Nicht jeder mag es, dass halt unten diese Samen da unten drin sind, ne? Nicht jeder mag dieses Mundgefühl, aber ich mag das eigentlich wirklich gerne. Oh, das riecht auch sehr frisch durch diese Gurke und Birne-Geschichte. Wenn ich das jetzt in ein Glas gebe, dann schaut es so aus. Und da sieht man, glaube ich, auch ein bisschen besser diese Basilikumsamen, die da mit drin sind, ne? Also muss man halt wirklich wissen, ob man das mag oder nicht. Das soll halt ein Drink sein, der entsprechend auch das Hungergefühl so ein bisschen kurzzeitig nimmt, weil ne, das halt im Magen aufquillt oder wie auch immer den Magen füllt, gefühlt. Also dementsprechend Prost. Aber ich finde es wirklich lecker. Und ich finde irgendwie auch dieses Gurke und Birne ist so mit die Lieblingsgeschmacksrichtung, die ich bislang davon gehabt habe. Ich hatte auch irgendwas mit Rose auch mal mit dabei, aber ne, Glas ist leer. Hat ganz gut geschmeckt. Oh ja, das ist ja witzig. Von Eden mit My Veggie Paradise. Die älteste vegetarische Marke der Welt. Bio Happy Bowl. Indian Style. Das ist ja interessant. Reislinsengericht mit Soße indischer Art und Kokosnuss-Cashew-Topping. Da sind zwei Portionen drin, zubereitet in 20 Minuten. Ach so, du musst auf jeden Fall noch ein paar Sachen mit dazu kaufen, damit das Ganze dann auch fertig ist. Das heißt, du hast dann noch, also du müsstest da theoretisch dann eine Aubergine, eine Zucchini, eine halbe gelbe Paprika, zwei Tomaten, eine Banane, etwas frischen Koriander, 150 Gramm Naturjoghurt, etwas Olivenöl und etwas Salz mit dazu packen, um das Gericht zu komplettieren. Also das ist quasi nur die Grundmische des Ganzen. Ach so, das finde ich schade. Ich hätte das gerne gehabt, dass man das halt schon direkt hier alles fertig hat. Hier hast du halt quasi diese indische Soße. Dann ist das hier der Reis, ich denke mit Kurkuma oder so. Ich weiß gar nicht, was das für rote Kügelchen noch mit da drin sind. Das sieht sehr, nee, Linsen sind das. Ach, klar. Und dann ist hier nochmal, ach, das sind die Kokosflocken, ne? Das ist das Topping dann quasi. Das Cashew-Kokos-Topping. Ist eine ganz coole Geschichte, weil du dann halt wirklich portioniert diese Mischungsviecher hast mit dabei. Aber ich hätte es halt wirklich einfacher gefunden, wenn es halt wirklich so ein Fertiggericht gewesen wäre. Aber so wirst du halt animiert, auch mal so ein bisschen was Frisches mit dazu zu essen, ist irgendwie auch gut, ne? Ja, aber haut mich jetzt nicht vom Hocker. Mausi! So, als nächstes haben wir hier drin Ginger and Fruit Snack Würfel. Okay. Vegan. 80% Fruchtsaft. Das ist ja okay. Ist es mit Ingwer? Ingwer und Pfirsich, Blutorange und Ananas Grapefruit. Was machst du denn da? So, das wird jetzt erstmal probiert. So, also das hier sind dann die Würfel, die mit Pfirsich Maracuja sind. Mit Ingwer? Ich raste aus hier echt. Sammy ist gerade leicht aufdringlich. Oh. Jetzt nach diesem Drink. Mhm. Sehr interessant. Und das hier ist das mit Ananas. Okay. Oh. Oh, nee. Nicht meine Welt. Und dann haben wir Oh, Entschuldigung. Der Ingwer kommt gerade nach im Abgang. Veggie Würzen ohne Salz, Hot and Spicy von Kotani. ja. Genau. Was ist das? Für die Zubereitung von vegetarischen Gerichten. Das kannst du in Wraps, Chili Sin Carne, Tex-Mex,
Linseneintöpfen, Suppen und Dips und Chutneys verwenden. Ich weiß nicht, das sind Chilis mit Hanfprotein, Paprika, Koriander, Chipotle, Hanfprotein, nochmal Hanfprotein. Und Zimt ist da auch mit drin. Okay, und das, hä? Wie verwendet man das denn? Keine Ahnung, wie man das verwenden soll, oder? Vielleicht einfach in irgendwelche Soßen mit reinmischen oder so? So, das hatten wir doch schon mal so ähnlich drin. Dream and Yoya, 0% Zucker, Hafer, Oat, Avena, Planet Based in Calcium, Vitamin D und B12 ist damit drin und low in Fett. Ja, das ist einfach eine Hafermilch, oder? Schüttel ich mal. Kann ich ja mal probieren, warum eigentlich nicht, ne? Ich meine ja, das Glas könnte ich jetzt auch mal ausspülen, aber egal. Sieht aus wie Milch, ne? Ist so leicht mehlig und du schmeckst halt, dass es Hafermilch ist. Aber ich finde, es schmeckt eigentlich ganz gut. Das kann ich mir durchaus gut vorstellen im Kaffee, ne? Also von daher ziemlich geil. Was ist das? Nupro, mehr als Protein. Proteinshake Maracuja. Ja, das könnte ich vielleicht meinem Freund geben, weil der ist jetzt tatsächlich auch einer von denjenigen, die sich Anfang des Jahres überlegt haben, mal wieder Sport machen zu können. Und da wäre es doch gar nicht so verkehrt, dass er das mal nimmt. Natürlich ohne Aromen und Süßstoffe, nährstoffreich mit Ballaststoffen und Mineralien, nachhaltig mit jedem Shake Gutes tun. Jo, bio, vegan, sojafrei. Eine Box, ein Baum. Oh, das finde ich charmant. Plastikfrei verpackt, auch das ist charmant. Deine Mangrove bindet drei... Ach, eine Mangrove in Madagaskar. Guck mal, das finde ich cool. Jo, ne, kriegt mein Freund, wird er sich drüber freuen. Oh ja, hier haben wir die Würstchen. Ui, die sind aber riesig. Huhuhu. Von Hudeck, heiß geräucherte Salami-Spezialität Cabanos mit Käse aus Heumilch. Okay, interessant. Heumilchkäse. Boah, jetzt wird Sammy garantiert gleich volle Suppe ausrasten, wenn ich jetzt die Würstchen auspacke, ne? Egal. Da hast du zwei von diesen Würstchen mit drin. Mein Abendbrot. Sehr fettig. Boah, aber lecker. Sehr mild. Das mag ich. Das schmeckt mir. Doch. Die werden nachher noch vernichtet. Nein, wie geil. Von Purea. Nur der pure Kern. Reines Rapsöl. Sanft schälen, kalt pressen, mild dämpfen. Wie geil ist das denn? Ich stehe drauf, wenn die da so Basic-Produkte drin haben, ne? Sammy. Oh Mann. Auf jeden Fall, ne? Hast du hier einfach mal Rapsöl drin. Das finde ich ja großartig. 750 Milliliter. Ich glaube, das kann so gut wie jeder gebrauchen. Keine Chemie bei der Herstellung der Speiseöl. Und Rapsöl soll ja ganz gut sein zum Kochen, Braten, Backen, Benutzen. Ja, kann ich gut gebrauchen. Danke. Ich glaube, hier haben wir schon das letzte... Maus! Warum? Hier haben wir, glaube ich, schon das letzte drin. Sammy, so kann ich nicht. So kann ich nicht. Ich habe gerade eine Wurst gegessen, ne? Das ist frech. Okay, hier habe ich das letzte drin. Von Mutti. Ja. Ich muss mal kurz mit meinem Mund kippen. Du Wurm! Du Wurm! Was machst du denn da? Darf ich Ihnen das zu Ende machen, bitte? So, auf jeden Fall haben wir hier jetzt das letzte Produkt und zwar ist es von Mutti. Das sind passierte italienische Tomaten und ja, ne, 700 Gramm sind hier drin und das ist ganz schön viel. Das kannst du super verwenden, wenn du mal so eine Tomatensoße machst oder wenn du, ja, Spaghetti Bolognese, da kann man das auch gut mit dazu machen. Das finde ich richtig klasse. Für die passierten Tomaten von Mutti werden nur italienische, intensiv rote und vollreife Tomaten im Hochsommer geerntet und sofort mit Sorgfalt und Geschick zu einem cremigen, gleichmäßigen und einladend milden Produkt ohne Schalen und Kerne verarbeitet. Jo. Ne? Finde ich richtig klasse. Ja, ich fand die Box sehr geil, ne? Du hattest ziemlich viele Basic-Produkte drin, die ich aber durchaus auch sehr, sehr gut verwenden kann und vor allem
habe ich gleich auch mein Abendbrot hier schon. Das finde ich auch immer sehr klasse. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!